Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute sind wir als Killer unterwegs und ich habe Traumpaletten mit. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich habe Traumpaletten mit. Es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Freddy mit Traumpaletten spiele. Hallo, Mac. Da ist jemand im Schrank. Es ist übrigens erst... Hast du frontal mit? Machst du die Stun-Aufgabe? Nee, okay. Es ist übrigens erst das zweite Mal, dass ich seit dem Rank-Reset Killer spiele. Das heißt, ich bin Killer-Rang 20 und habe gerade 12 Minuten auf eine Lobby gewartet. 12 Minuten. Und es tut mir leid zu sagen, aber ich glaube, ich merke, dass ich Rang 20 bin. Und dass die Lobby dementsprechend halt auch gematcht wurde. Wir haben einen Disconnect. Ja. Oh, ich wollte doch einfach Freddy spielen. Klicki, klicki. Okay. Nee, Leute, wir farmen jetzt nicht. Ich bringe euch jetzt um. Und dann gehe ich nochmal auf Suche nach einer Lobby. Dann suchen wir uns eine neue Runde. Oh Mann, oh. Ich wollte doch jetzt einfach eine schöne Runde Freddy spielen. Toll. Also warten wir gleich nochmal eine Viertelstunde. Kann mir ja nichts Besseres vorstellen. Vielleicht können sie noch runterspringen. Und wir porten uns mal darüber. Müssen wir wenigstens irgendwas machen. Oder es dauert jetzt länger, kann das sein? So, dafür kriegen wir auch Punkte. Dafür kriegen wir auch Punkte. Ja! Ist das. Boah, ich bin ein richtig krasser Killer. Nicht. Gut. ich habe eine Viertelstunde auf diese Runde gewartet. Merkt ihr, also könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, wie frustrierend das ist? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Eine Viertelstunde gewartet. Fast. Will ja nicht übertreiben. Es waren 12 Minuten. Und dann hast du so eine Runde. Ist das deren Ernst? Okay. Ich versuche noch eine Lobby zu finden und hänge euch jetzt noch eine Runde hinten dran. Gut. Ist jetzt nicht so meine liebste Killer-Map. Ich habe... Ja, lass es 10 Minuten gewesen sein, die ich jetzt gewartet habe. Wow. What's wrong, Leute? Holy, was ist denn das? Was? Ich habe ja nicht so richtig Bock, ne? Also. Muss sagen. Okay, der Hit war auch ein bisschen strange. Killer spielen soll schon ein bisschen herausfordernd sein. Und ich weiß, das klingt auch so böse. Und ich möchte eigentlich ja nicht so böse sein, aber. Was machen die? Ich muss unbedingt wieder mehr Killer spielen. Damit wir einfach andere Lobbys bekommen. Ich meine, die Map ist nicht meins. Aber mit Freddy kann man halt eigentlich echt gut... Warum schmeißt die eine Palette da oben? Freddy kannst du auf der Map...
Hallo Jake, hier oben geht's nicht weiter. Oh Gott, die sind neu. Auf der Map kannst du mit Freddy, so, ich beende jetzt mal diesen Satz, eigentlich echt gut zu den Gens porten und kannst so abkürzen. Ich weiß nicht, Ace hat sich geweckt, aber Ace geht auch nicht retten. Das kann es doch nicht sein. Okay, David ist gerettet. Wir gehen einfach mal ein bisschen spazieren und gucken uns die Map an. Nea ist gerettet. Oh, hier sind Tote im Spawn. Ah, wisst ihr, was wir mal gucken können? Es gibt doch diesen Geheimgang auf der einen Toilette irgendwo. Vielleicht können wir den mal aufmachen. Ich lasse sie auch heilen. Das ist schon ein bisschen ein ekliges Geräusch. Ich glaube, ich habe diesen Gang noch nie so benutzt. Wo ist die... Ah doch, da ist die heulende Myrte. Ich habe nie Harry Potter so richtig geguckt, aber ich weiß, dass es eine heulende Myrte gibt. So. Wenn sie clever sind, sind sie ja auch weggegangen. So, wir suchen sie neu. Und wir könnten eigentlich mal ein paar Fake-Paletten platzieren, aber ich weiß gar nicht, ob das auf der Map so einfach ist. Mit den Fake-Paletten zu arbeiten. Okay, ich glaube, sie spielen jetzt ein bisschen vorsichtiger. Na komm, lass mal dahin. Hier ist niemand. Wo geht's raus? Hier. Orientierung ist gleich null. Boah. Und sonst so? Im Stream würde ich jetzt fragen, Chat, wie geht's? Okay, war er oben? Ich hab David heulen hören. Hier läuft wer? Irgendwo war David. Ich weiß aber nicht. Mensch! David! Du hast mich aber erschreckt. Die Nea müsste noch hier sein. Bisschen näher am Schrank. Weiß es nicht. Jetzt geh mal runter. Oh. David war auf jeden Fall zweite Phase. Ich sag mal, ich kann hier nirgendwo eine Palette hinstellen. What? Was war das wieder schon? Also, Spiel, ey, ne? Habt ihr die Animation gesehen? Wo ist der jetzt hingegangen? Das war eine... Ich habe den Generator gegriffen. Habt ihr das gesehen? Ich wollte Ace schlagen. Und irgendwie... hat es den Generator gegriffen und dann doch geschlagen und... What the heck? Egal. Die Runde spielen wir jetzt zu Ende hier. Hier wenigstens irgendwie Content bekommt. Ich muss auch wieder öfter mal Freddy spielen. Es gab eine Zeit lang, da habe ich ihn mega gern gespielt. Und ich spiele ihn eigentlich auch immer noch gern. Ich sollte aber eigentlich... Ah, hallo! Ich sollte vielleicht generell
ein bisschen mehr Killer spielen. Ich glaube, das wäre die Lösung so mancher Probleme. Gerade auch, was die Lobbys angeht. Lauf lieber geradeaus, Jake. Zu Deadheart? Nützt dir in der Ecke nix. Normalerweise, wenn die Leute so nach hinten gucken, haben die Deadheart. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich für eine Lobby erwischt habe. Entweder die haben einfach nur richtig schlecht gespielt. Oder die sind halt noch neu. Und wenn ich sehe, wir spielen gegen den Freddy, dann habe ich auch direkt... Hallo? Dann verliere ich auch direkt die Hoffnung, muss ich sagen, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommen könnte. Eventuell hat die näher die Luke. Ja, dann ist es so. Obwohl, er kann, glaube ich, noch hängen. Er und Nea müssten noch hängen können. Ihn hatten wir ja noch gar nicht. Nea ist hier. Mit Katzspuren. Da hat sie erst schon gehockt. Ich hab doch die Spuren gesehen. Da spring halt rüber. Ach, bist du schon? Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ach so, es triggert mich immer noch so ein bisschen, dass ich hier nirgendwo Paletten aufstellen kann. Das ist ja voll... Hätte ich mal lieber die Pfützen mitgenommen. Nee, da wollen wir nicht hin teleportieren. Ah, ich hätte es nicht abbrechen sollen, den Teleport. Ich hätte noch ein paar Punkte gekriegt. Und schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Okay, 50 Punkte. Gut, war jetzt nicht so wichtig gewesen. Ja, gut. Ja. Ja. Es klingt total doof, aber ich möchte als Killer schon so ein bisschen eine Herausforderung haben. Wenn ich Survivor habe, die mich richtig fertig machen, ist es auch doof. aber so wie jetzt, die Armen, die sind mir halt immer voll reingerannt. Die haben es gar nicht hinbekommen und haben sich halt am Anfang auch ein bisschen suicided. Aber ja, ich muss öfter Killer spielen, damit ich auf einen, sagen wir mal, Rang 12, 13, das ist so der Killer-Rang, wo ich mich sehe, muss ein bisschen mehr Killer spielen, damit ich dorthin komme. Also erinnert mich im Stream, sollten wir mal DBD im Stream spielen, erinnert mich daran, dass ich Killer spiele. Gerade abends, wenn ich streame, sollte man schnell Killer-Lobbys finden. Sonst wartet man eben so wie ich heute 12 Minuten, 10 Minuten. Und das ist dann schon frustrierend. Also, genug gelabert. Wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich fürs übers Einschalten. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüssi!